Kraftfahrer auf dem Marder als Herr über 600 PS und 30 Tonnen Stahl. Das ist der Schützenpanzer Marder der Bundeswehr. Seine Besatzung ist 9 Mann stark. Einer von ihnen ist Oberstabsgefreiter und Kraftfahrer René Günther. Ich bin seit dem 01.07.2007 bei der Bundeswehr eingestellt. Seine Aufgabe ist es, nicht nur den Panzer zu fahren. Ich habe die Aufgaben, den FBZ in Stand zu setzen, falls irgendwas damit ist. Kühlflüssigkeit, Ölstände zu prüfen. Mit Günther zusammen befinden sich noch 8 weitere Panzergrenadiere mit verschiedenen Aufgaben an Bord. Der Kommandant ist halt der Führer des Fahrzeugs. Der Richtschütze bedient die Waffenanlage. Der Schützentrupp hinten 1 bis 5 ist halt für den abgesessenen Kampf zuständig und der Truppführer führt die. Auf den Kommandanten, den Richtschützen und den Truppführer muss sich der Oberstabsgefreite blind verlassen können. Bei der Fahrt unter Luke weisen sie ihn an, wie er zu fahren hat. Die Herausforderung dabei ist, dass man unter Luke fahren muss, da man kann da sehr wenig sehen. Bei der Übung des Panzergrenadierbataillons 411 in Viereck zeigen die Soldaten ihr Können. Hier weicht der Panzer unter Feuer und Nebel einem Angriff aus. Der Truppführer schaut aus der Luke und gibt kurze Kommandos. Sobald die Stellung bezogen ist, gibt es einiges zu tun. Absitzen! Der Trupp sitzt ab und bezieht Stellung. Die Männer, Herren, 200 vor uns, Richtminsperre! Der Fahrer tarnt das Fahrzeug ab und verwischt die Spuren. Nun heißt es für Günther, sich bereit zu halten. Würde sich Oberstabsgefreiter Günther wieder für den Job des Panzergrenadiers entscheiden? Ich würde den Berufsweg jederzeit wieder machen, weil er mir halt Spaß macht.